Das Wetter in Vorarlberg. Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, den 16. Februar 2023. Heute wieder mit zwei spannenden Gästen und wir machen gleich den Anfang und schalten nach Wien, quasi direkt in die Bundesratssitzung. Na, ganz so nicht, aber neben der Bundesratssitzung, die läuft, freue ich mich heute sehr. Heike Eder, Bundesrätin für die ÖVP, seit 2019 im Bundesrat sitzend, jetzt bei uns im Studio zu begrüßen. Schönen guten Abend und liebe Grüße nach Wien. Hallo aus Wien. Ja, die Bundesratssitzung läuft heute. Bevor wir jetzt ein bisschen über das Inhaltliche auch sprechen, um was es da heute geht, was da heute auch diskutiert wird, lassen Sie uns doch mal erst die Person Heike Eder vielleicht denen noch vorstellen, die Sie vielleicht nicht so kennen. Bundesrat ist immer ein bisschen schwierig, sind nicht so in der Öffentlichkeit, nicht so bekannt, wie das jetzt die Nationalratsabgeordneten sind, aber nichtsdestotrotz natürlich auch ständig im Einsatz. Heike Eder, Sie sind eigentlich ursprünglich Sportlerin, dann natürlich auch mit einer Berufsausbildung Personalchefin bei der Arbeiterkammer in Vorarlberg tätig gewesen und wie gesagt seit 2019 jetzt im Bundesrat auch in politischer Funktion. Ja, wie ist denn das gegangen ursprünglich von, sage jetzt mal, den Paralympics, an denen Sie auch erfolgreich teilgenommen haben, hin in die Politik? Was war denn das für ein Weg? Ja, also mein Weg in die Politik war nicht so der klassische, den viele Politiker gegangen sind. Es war prinzipiell eigentlich so, dass viele Politiker sind ja über die Gemeindevertretung oder eben in einer Jugendorganisation groß geworden und dann so in die Politik Schritt für Schritt gegangen. Ich habe im Prinzip meine Ski abgeschnallt und bin direkt in die Politik gestartet. Ich war natürlich immer schon politisch interessiert. Sie haben schon erwähnt, ich war ja Personalchefin in der Arbeiterkammer, das heißt schon eine sehr politische Einrichtung, sage ich jetzt mal. Während meiner Zeit, meiner beruflichen Tätigkeit, habe ich halt die Anfrage bekommen, ob ich mir das vorstellen kann, als Ersatzbundesrätin zu fungieren. Ich habe das als Chance gesehen, einfach mal in die Politik zu schnuppern, zum Schauen, ob mir das überhaupt gefallen würde. Habe das also angenommen und früher, als mir eigentlich lieb war, habe ich dann in hochschwangerem Zustand mit wirklich dickem, kugelrundem Bauch kurz vor der Geburt meines ersten Sohnes den Anruf bekommen, eben, dass meine Vorgängerin nicht mehr zur Verfügung steht für den Bundesrat und ich würde jetzt nachrücken und ob ich mir das zutrauen würde. Ich habe dann nach so einer wirklich schlaflosen Nacht, aber in zahlreichen Telefonaten mich dann dafür entschieden, das Mandat auch anzunehmen und habe es bis jetzt nicht bereut. Sind jetzt gerade zwei Punkte aufgekommen. Das eine natürlich eben die sportliche Karriere vor der politischen Karriere. Wie gesagt, bis 2018, 2019 noch im Kader gestanden, also tatsächlich auch noch Wettkämpfe gefahren, also wirklich bis kurz bevor es dann in der Politik ernst wurde, aber natürlich auch sehr erfolgreich. 2018 noch in Korea Olympiamedaille geholt für Österreich. Wie kommt man vom Sport, wenn man dann das beendet, diesen Spitzensport, diesen Leistungssport über so viele Jahre dann in der Politik zurecht? Was sind da die Dinge, die man da mitnimmt? Was sind vielleicht auch die Parallelen zwischen einer rutschigen, eisigen Abfahrt und dem glatten Parkett in Wien? Ja, Sie haben schon gesagt, also ich finde, es gibt schon einige Parallelen zwischen Sport und Politik. Es gibt aber auch Unterschiede, muss man auch ganz klar sagen. Im Sport ist im Prinzip eher so eine Familie. Man kommt natürlich von unterschiedlichen Nationen, aber es zählt der Sportgedanke und der Beste gewinnt und man freut sich auch füreinander. Das ist zum Beispiel eben ein Unterschied. In der Politik ist das weniger der Fall. Da ist schon so, dass ein starker Wettbewerb auch unter den Parteien nona herrscht und ist nicht immer so. So ist, dass man dem anderen einen Erfolg gönnt. Also das ist sicher ein Unterschied, um damit anzufangen. Umgekehrt glaube ich schon, dass sie gewisse Eigenschaften, die im Sport einfach auch wichtig sind, wie eben Ehrgeiz, eine gewisse Hartnäckigkeit an Themen dran zu bleiben, schon auch wertvoll sind in der Politik und dass man das gut mitnehmen kann.
Jetzt würde man meinen, als Personalchefin bei der Arbeiterkammer hat man nicht allzu wenig zu tun. Dann haben Sie schon gesagt, Sie waren dann auch schwanger, das heißt, man wird dann auch Mama. Auch in der Familie tut sich natürlich einiges. Wie lange hat man denn da wirklich überlegen müssen? Oder sagen wir mal anders, woher kommt denn die Motivation, jetzt mache ich noch mal was mehr? Also mittlerweile sind Sie auch zwei Kinder, das heißt, die Doppelbelastung ist ja da auch nicht weniger geworden. Ja, das ist irgendwas, was irgendwie wie einen roten Faden durch mein Leben irgendwie zieht. Das scheint mich zu begleiten. Ich bin immer, wenn man das so mitverfolgt, rückwirkend irgendjemand, der meistens mehrere Sachen macht. Ich brauche das so irgendwie, glaube ich, als Ausgleich. Also früher war es eben Job 100%, wo auch natürlich man viel geistig einfach auch am Denken ist und am Arbeiten ist. Und daneben eben der Sport, wo für mich einfach ein komplett anderes Feld war, mit eben körperlich sich auspowern, wo für mich einfach eine gute Ergänzung war. Das war sehr intensive, sehr anstrengende Zeit natürlich. Aber eben, es war eine super, super Kombination. Und so hat sich das irgendwie eben durch mein ganzes Leben gezogen, mit Job und berufsbegleitend studieren eben und jetzt Mama und Politikerin oder eben Job und Mama. Also irgendwie scheine ich das zu suchen fast. Aber meine Motivation für die Politik, um auf die Frage vielleicht noch zurückzukommen, war eigentlich so immer das, ich finde halt, das Parlament sollte ja die Bevölkerung repräsentieren und abbilden. Und die Bevölkerung ist in der Regel bunt. Jetzt war es aber lange Zeit, so wie ich das zumindest immer wahrgenommen, haben halt die Gesetze anzugtragende, mittelalterliche, grauhaarige Männer beschlossen, die überwiegende Mehrheit. Aber die Bevölkerung ist viel mehr, sie ist einfach eben viel bunter. Da sind Junge und Alte, da sind Frauen und Männer. Es sind solche mit Behinderung, ohne Behinderung. Es sind solche mit Migrationshintergrund oder ohne Migrationshintergrund oder unterschiedlicher sexueller Orientierung, was auch immer. Also wirklich bunt. Und ich finde, das sollte sich halt auch, die ganzen Lebensgeschichten und Hintergründe sollten sich halt auch irgendwie im Parlament irgendwie abbilden. Und so, das war so meine Motivation, weil man denkt dann, das ist so, ich möchte halt dann auch einen Beitrag leisten, wenn man immer nur sagt, ja, es wäre gut, wenn mal andere auch im Parlament sitzen, und wenn man es nicht selber macht, eben, dann ändert sich halt auch nichts. Und darum war das halt für mich schon Motivation, das zu machen. Und der zweite Punkt war halt der, dass ich so das Gefühl habe, bin ein einfach gutes Leben bis jetzt gehabt, oft Glück gehabt, und ich habe eben das Glück gehabt, total wohlbehütet aufzuwachsen, in übrigens schönsten Bundesland Österreichs. Ich habe eine super medizinische Versorgung gehabt, auch mit einem Skiunfall. Ich habe das lernen dürfen, was ich wollen, und studieren dürfen. Ich habe sofort einen Job bekommen. Also ich finde, wir sind da wirklich, in Österreich geht es uns einfach wirklich gut und in Vorarlberg ganz speziell. Und da wollte ich einfach irgendwie auch meinen nachfolgenden Generationen, meinen Kindern und vielleicht auch den Kindern halt irgendwie was beitragen oder zurückgeben, dass die auch die Möglichkeit haben, ein gutes Leben und ein schönes Leben zu führen. Mhm. Das waren meine Hauptmotivatoren. Und ich sehe schon, die Motivation scheint noch nicht ausgegangen zu sein, aber nichtsdestotrotz die Frage, jetzt 4 Jahre im Parlament, auch in diesem Betrieb auch tätig, das auch erstmal kennengelernt und erlebt. Wenn wir jetzt mal ein bisschen so rückblicken auf diese 4 Jahre, was waren denn so die positiven, aber vielleicht auch die kritischen Aspekte, wo Sie vielleicht auch ein bisschen schlucken mussten, als Sie gemerkt haben, wie dieses politische Geschäft funktioniert? Ja, ich bin in einer Zeit, in die Politik gekommen, wo wahrscheinlich eine der herausforderndsten überhaupt war. Mit Corona natürlich, also ich bin kurz nach der Angelobung, ist Corona ausgebrochen, wo es zahlreiche Sondersitzungen gegeben hat. In der 100-jährigen Bundesratsgeschichte hat es noch nie so viele Sitzungen gegeben, wie eben während Corona. Das heißt, hat natürlich auch für mich als Familie bedeutet, den ersten Sohn zur Welt gebracht, zeitgleich mit der Angelobung. Das heißt, viel mehr als ursprünglich geplant, natürlich nach Wien zu reisen, unter den widrigsten Umständen natürlich, dass halt keine Flieger mehr funktioniert haben. Teilweise mit Zug sehr schwierig, kaum Hotel geöffnet haben in Wien. Also und ich dann natürlich noch mit Kind und Partner angereist bin. Also es war überhaupt keine leichte Situation. Dann hat es natürlich
Kanzler wechselt ja. Also es war wirklich jetzt mit dem Angriffskrieg in Russland, also es Teuerungssituation. Also es hat wirklich im Prinzip eine Krise die andere gejagt. Es waren, ich glaube, fast nur Ausnahmezustände. Und ich freue mich wirklich auch mal so die Tätigkeit im Nicht-Krisenmodus mal kennenzulernen, weil das ist was ich nicht kenne de facto in meiner Arbeit. Ja, aber da freue ich mich drauf und ich hoffe, dass das bald der Fall sein wird. Ich glaube, das hoffen wir alle und würden uns ein bisschen weniger Krisen wünschen, auch wenn es vermutlich nicht so schnell der Fall sein wird. Jetzt heute die erste Sitzung auch im neu gestalteten Parlament. Auch das erste Mal jetzt für den Bundesrat in den neuen renovierten und neu aufgehübschten Sälen. Wie ist so der erste Eindruck gewesen? Ich meine, Sie werden sich schon, nehme ich an, davor einen Einblick gemacht haben, aber wie ist es jetzt? Ist es eine andere Sitzung, als wie es noch im Alten war? Ja, also das neue sanierte Parlament ist wirklich großartig und ich würde jedem empfehlen, wenn er mal in Wien ist, das anzuschauen. Wir haben gerade heute eine Gruppe aus Vorarlberg da gehabt, die waren wirklich auch sehr beeindruckt und begeistert. Es ist wirklich sehr imposant. Ich habe auch mittlerweile schon ein paar Kilometer, glaube ich, in dem Gebäude zurückgelegt, nicht alle ganz freiwillig, also ich habe mich wirklich schon häufig verlaufen. Es ist extrem weitläufig. Aber ich habe es heute geschafft, rechtzeitig in den Bundesratssitzungssaal zu kommen. Das ist schon etwas eine Umstellung jetzt. Der ist deutlich kleiner jetzt. Wir haben ja nicht der gleiche Sitzungssaal wie der Nationalrat. Mhm. Das war in der Hofburg anders. Da waren wir im gleichen Sitzungssaal wie der Nationalrat, der wesentlich weitläufiger war. Und jetzt haben wir doch für unsere Verhältnisse ist doch gefühlt sehr beengt. Nichtsdestotrotz hat er absolut, hat der Stil natürlich, der Bundesratssitzungssaal. Ja, und das, meine Situation ist immer noch so ein Prüfpunkt, den man halt macht, wenn ich als jemand mit der Behinderung, wo ich immer halt schaue, oder ist alles irgendwie auch barrierefrei. Das ist, man, es ist ein altes Gebäude, sie haben sich wirklich bemüht, da möglichst alles barrierefrei zu gestalten. Das ist vielleicht was so ein Wehmutspunkt, finde ich, der im Bundesratssitzungssaal ist es für einen Rollstuhlfahrer sehr schwierig, ans Mikrofon zu kommen. Und das finde ich, das ist schade, weil gerade in der Zeit, wo wir jetzt leben, 21. Jahrhundert, sollte es schon eigentlich kein Problem mehr sein, dass ein Rollstuhlfahrer oder Mensch mit Behinderung ohne großes Aufsehen zu erregen einfach normal an das Mikrofon kommt. Und ich hoffe aber, dass es dafür auch noch eine Lösung gibt. Ja. Dass man ja das auch noch auflösen kann, aber ansonsten fühle ich mich schon ganz wohl. Und im Übrigen bin ich jetzt gleich in der Nähe vom Bundesratssitzungssaal. Das ist ein Ausschusssitzungszimmer. Da war früher die Kantine, kann ich mal sagen lassen. Genau, jetzt fungiert es als Ausschusssitzungssaal. Und heute als unser Außenstudio. Genau. Jetzt, wie gesagt, die Sitzung läuft heute den ganzen Tag schon. Es werden wieder einige Themen besprochen. Was waren heute oder was war auch für Sie heute vielleicht auf der Tagesordnung das Thema, was Ihnen am meisten am Herzen gelegen ist? Um was ging es da? Mhm. Ja, also Sie haben es gesagt, wir haben heute eine große Tagesordnung wieder. Die Sitzung läuft aktuell noch. Sie ist jetzt gerade in diesen Minuten unterbrochen, weil es zwei dringliche Anfragen der Opposition gegeben hat. Da sind jetzt die Minister, die jeweils Zuständigen, dann bei uns im Bundesrat zu Besuch und stehen Rede und Antwort. Dann wird es wieder weiter in der Tagesordnung gehen. Ein paar Punkte haben wir schon aber beschließen können, wie zum Beispiel eben so Whistleblower-Gesetz oder zu den Teuerungsmaßnahmen, Energiekostenausgleich beispielsweise und Wahlordnungsgesetz haben wir schon beschlossen. Und ich habe mich auch schon zu Wort melden dürfen, und zwar zum Heimrentengesetz. Da gibt es eine kleine Änderung, das ist eigentlich auf Empfehlung der Volksanwaltschaft. Es ist so, dass es seit 2017 gibt es eine Heimopferrente für Menschen, die im Zeitraum von 1945 bis 1999 Opfer von Gewalt oder Missbrauch in Heimen worden sind. Das ist so eher eine dunkle Ecke in unserer Geschichte, einfach die wirklich extreme Sachen erlebt haben mit Vergewaltigungen, mit Essen von Erbrochenem, mit Eingesperrtsein, mit Zwangsjacken. Also wirklich
haarsträubende Erfahrungen in ihrem Leben durchmachen müssen. Und natürlich kann man sowas nie gut machen oder ungeschehen machen, aber seit 2017 bekommen diese Personen eben Heimrente, also Opferrente, in der Höhe von 367,50 Euro. Die wird da jährlich wertangepasst. Und auf Empfehlung der Volksanwaltschaft haben wir da heute gesetzliche Lücke schließen können. Das betrifft nicht einen allzu großen Kreis, aber dennoch zeigt es halt, dass das Parlament auch für Minderheiten Gesetze beschließt. Genau, und dazu habe ich mich heute schon zu Wort melden dürfen. Mhm. Vielleicht können wir noch kurz darüber sprechen. Der Bundesrat in Österreich ist immer ein bisschen so, in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das ist die Länderkammer setzt sich natürlich aus Abgeordneten aus den Ländern zusammen und sie sind ja auch in Wien, um die Interessen des Landes bis zu einem gewissen Punkt dort auch in diesem Bundesrat zu vertreten. Die Entscheidungen werden aber natürlich im Nationalrat gefällt. Wie haben Sie das jetzt auch in diesen 4 Jahren erlebt, beziehungsweise wie ernst genommen wird denn von Seiten der Regierung auch das, was da im Bundesrat besprochen wird? Wie viel aktive Anteilnahme kann man denn wirklich machen? Also ich war eigentlich positiv überrascht. Mir ist ähnlich gegangen, der Bundesrat ist immer zweite Reihe. Man hat oft auch nicht einmal ein Bild zu einem Bundesrat. Da geht es mir wie vielen anderen natürlich auch. Das ist mir auch so gegangen. Aber ich war dann tatsächlich überrascht. Es ist halt so, Nationalräte sind in der Regel hauptberuflich einfach Politiker. Bundesräte bringen alle irgendwie einen Rucksack aus ihrer Heimat mit, nenne ich es immer, weil die meistens halt auch nach einem Brotberuf nachgehen. Das heißt, man eigentlich schon relativ ein breiter Erfahrungsschatz aus der Praxis halt einfach. Und ich glaube, es schon Sinn macht, wenn ein Gesetz beschlossen wird, dass halt nochmal jemand vielleicht drüber schaut und sagt, naja, aber in der Praxis funktioniert das so oder so nicht. Aber der Punkt ist richtig. Der Bundesrat hat kein absolutes Vetorecht, für die meisten Gesetze zumindest gilt es so. Das heißt, er kann im Prinzip die meisten der Gesetze verzögern, wenn er sie halt beansprucht, dann treten sie halt einfach 8 Wochen später in Kraft. Aber er kann eben nicht ein Gesetz komplett verhindern. Das ist auch oft so ein Diskussionspunkt oder ein Kritikpunkt. Da gibt es ja immer wieder Vorstöße, wo man sagt, der Bundesrat könnte man oder sollte man mit mehr Macht ausstatten, eben, dass er zum Beispiel ein absolutes Vetorecht hat, also Gesetze komplett negiert oder dass es ein Teileinspruchsrecht gibt. Das ist nämlich auch das, was ein Bundesrat nicht kann. Er kann nur zum gesamten Gesetzespaket ja oder nein sagen, aber er kann nicht sagen, naja, unter gewissen Voraussetzungen würden wir zustimmen. Das ist eben die Aufgabe, die schon davor in der Vorarbeit im Nationalrat passiert ist. Aber nichtsdestotrotz sind wir halt voll eingebettet, auch im Club natürlich. Es gibt einen engen Kontakt auch zu den Nationalräten. Wie gesagt, es gibt einen Austausch im Club. Also da habe ich schon das Gefühl, dass die Bundesräte auch gehört werden und die uns auch schon im Club mit auf Augenhöhe begegnen. Jetzt geht es natürlich auch im Bundesrat wie überall um Mehrheiten oder beziehungsweise auch um die Fraktionsstärke sozusagen. Jetzt für die ÖVP hat sich jetzt doch was geändert. Nach der Niederösterreich-Wahl gibt es jetzt auch Änderungen im Bundesrat. Welche Auswirkungen hat denn das, diese Landtagswahlen dann tatsächlich auf den Bundesrat und auch auf die Arbeit im Bundesrat? Ja, unmittelbar natürlich. Also Niederösterreich, ist jetzt so, dass die ÖVP Mandate verliert. Für die Regierungsparteien bedeutet das jetzt, dass wir dann in der Minderheit jetzt sind. Aktuell ist es so, dass wir knapp die Mehrheit haben im Bundesrat, also um eine Person konkret. Das heißt da immer, dass wir wirklich volle Präsenz bei den Abstimmungen haben müssen, da sonst halt gut passieren kann, eben dass Gesetze nicht durchgehen. Und jetzt aufgrund der Niederösterreich-Wahl ist tatsächlich so, dass die Regierungsparteien ÖVP und Grüne jetzt nicht mehr die Mehrheit haben. Das heißt wiederum natürlich, dass die Opposition jetzt die Möglichkeit hat, natürlich Gesetze zu verzögern. Das heißt, es wird jetzt auch noch mehr Diskussionsbedarf vermutlich geben im einen oder anderen Tagesordnungspunkt. Absolut, und es bleibt jedenfalls spannend, ja. Vielleicht ganz kurz noch, es gibt auch Änderungen in der Wahlordnung. Was hat es damit auf sich? Was sind denn da die wesentlichen Änderungen? Ja, da gibt es ein paar Verbesserungen auch für Menschen mit Behinderung, was mir speziell ganz wichtig ist. Nämlich bis 2024 müssen alle Wahllokale barrierefrei sein. Aktuell ist es so, dass
75% aller Wahllokale barrierefrei schon sind. Bis 2024 müssen jetzt 100% aller Wahllokale barrierefrei sein. Es gibt auch zum Beispiel eine Änderung für sehbehinderte Menschen. Da gibt es so Schablonen für die Wahlkarte, also oder den Stimmzettel im Prinzip, wo auch gekennzeichnet ist, also tastbar ist, wo man dann unterschreiben muss. Also wirkliche Verbesserungen für Menschen mit Behinderung, und es kommt auch ein Digitalisierungsschub. Also es gibt auch zukünftig so einen QR-Code auf den Wahlkarten, wo man so den Weg der Wahlkarte mitverfolgen kann, so ähnlich wie bei der Post, stelle ich mir vor, wo man mitverfolgen kann, wo sich das Paket jetzt gerade befindet. Also es kommt ein etwas Digitalisierungsschub jetzt mit den neuen Wahlkarten, also Wahlordnungen, ja. Auch da irgendwann dann im 21. Jahrhundert angekommen. Jetzt will ich Sie nicht länger aufhalten, ich bin leider Gottes auch schon am Ende der Zeit. Wir könnten natürlich noch länger uns unterhalten, aber ich bedanke mich jetzt, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch jetzt während der Sitzung. Jetzt hoffentlich geht es heute nicht mehr allzu lange und nicht mehr allzu hitzig. Alles Liebe nach Wien, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung, schöne Grüße ins Ländle. Und wir machen jetzt weiter mit meinem nächsten Gast. Von den teilweise stürmischen Seen der Politik kommen wir jetzt zu den Wellen auf dem Bodensee. Freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Alessandro Rupp, derzeit noch Geschäftsführer der Bodensee Lions, aber jetzt eigentlich, ich weiß gar nicht, wann es denn wirklich offiziell ist, aber künftig der Eigentümer der Bodensee Lions. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, Herr Rupp, Sie sind seit 2010 eigentlich schon im Unternehmen tätig, haben jetzt bis zuletzt gemeinsam mit Werner Netzer die Geschäftsführung der Bodensee Lions auch übernommen. 2015 hat man die Anteile auch der Ilwerke VKW übernommen, das heißt also wirklich als alleiniger Geschäftsführer auch da tätig gewesen. Und jetzt kam vor ein paar Wochen die Meldung, die Bodensee Lions bekommen einen neuen Eigentümer und der heißt, ein altbekannter Name, Alessandro Rupp. Wie kam es denn dazu? Was war denn da der Entscheidungsprozess dahinter und vor allem natürlich auch, wie lange muss man denn überlegen, bevor man zu sowas Ja sagt und vom Geschäftsführer zum Eigentümer mutiert? Ja, grundsätzlich ist es so, als langjähriger Geschäftsführer und auch als gebürtiger Bregenzer war mir natürlich sehr, sehr wichtig, eine nachhaltige Absicherung der österreichischen Bodenseeschifffahrt. Aber wie ist es dazu gekommen? Großer Anteil hat die Familie, großer Anteil hat meine Frau, auch meine Kinder. Über die Jahre sind sie natürlich auch ein und andere Mal involviert gewesen in die gesamten, sage ich jetzt mal, Abläufe und so weiter. Und wenn man mal 13 Jahre ein Unternehmen wie die Schifffahrt, ein sehr emotionales Unternehmen führt, dann wird das Ganze zu einer Herzensangelegenheit und dadurch ist die Rolle eines Unternehmers eigentlich, hat man das schon ausgefüllt. Und jetzt, dass man jetzt Unternehmer sein darf und die Chance bekommt, habe ich mir gedacht, ich versuche es und ohne das werde ich nie erfahren, wie das sich anfühlt. Und ich freue mich natürlich sehr auf diese neue Zukunft. Ja. Jetzt sehen wir hier den Hafen, das Büro natürlich in unmittelbarer Nähe, das heißt der altbekannte Blick, da ändert sich nicht viel, aber geht man jetzt mit einer anderen Einstellung nochmal durch, weil man jetzt der Chef sozusagen ist, da hat sich da nochmal was verändert oder war das im Prinzip schon so in Fleisch und Blut drin, dass man eh schon die Bodensee Lions gelebt hat, als wäre es das eigentlich? In gewisser Weise war es schon drinnen, aber ich spüre langsam, dass es doch etwas anders ist und ich kann nur sagen, ich freue mich und ja, es ist ein gewisser Herzenswunsch in Erfüllung gegangen und ja, es ist schön und wenn ich das Bild da sehe vom Hafen in Bregenz, das ist doch richtig schön und vor allem auch, wenn man einfach so sehr engagierte und motivierte Mitarbeiter wie wir haben, dann ja, kann es nur in eine großartige Zukunft gehen. Großartige Zukunft. Aber bevor wir jetzt über die Zukunft sprechen, lassen Sie uns noch kurz ein bisschen auch zurückblicken. Denn der ein oder andere wird vermutlich auch sehr kritisch geäußert. Aber jetzt haben wir die letzten paar Jahre Krisenjahre erlebt. Wir hatten Corona, jetzt haben wir die Teuerung vor uns. Und da war natürlich auch nicht alles immer eitel Sonnenschein. Das heißt, Sie konnten vor 2 Jahren fast den Betrieb nur sehr, sehr rudimentär ausfüllen. Auch letztes Jahr, da gab es zwar wieder deutlich mehr Passagiere auch zu verzeichnen, aber ist man natürlich trotzdem noch ein Stück weit von den Zahlen
Zahlen entfernt, die vor Krisenmodus waren. Und jetzt kommt, wie gesagt, noch eine Teuerung dazu, etc. pp. Da fragt man sich, in der Situation war das gar keine Überlegung zu sagen, also ist ja doch noch ein bisschen mehr Mut notwendig, nehme ich an, um da Ja zu sagen oder nicht. Hat eigentlich nicht viel ausgemacht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil ich denke mal, Risiko gehört dazu, dass es jetzt nicht die leichteste Zeit ist, dass Herausforderungen bevorstehen, aber wir haben jetzt auch vieles durchgemacht, muss ich ganz klar sagen. Und ja, ohne Unterstützung des Staates, glaube ich, wäre es sowieso bei uns nicht gegangen, denn wir haben wirklich zwei schwere Jahre gehabt. Aber das ist Geschichte, das interessiert mich jetzt nicht mehr, muss ich ganz klar sagen. Ich sehe in die Zukunft, mir ist wichtig das Heute und das Morgen. Und ich denke, ja, da ist für mich, da war das eigentlich nicht so das Thema, weil ich bin mir sicher, wir gehen auf den richtigen Kurs und wir steuern, ja. Jetzt als Familienbetrieb, was ja doch nochmal was Besonderes ist. Also wenn man jetzt gehört, auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, wenn es jetzt eben um Übernahmen ging oder gerade von so touristischen, doch recht großen Unternehmen, also wenn man das jetzt mal zumindest von der Dimension her sich ansieht, ist ja das auch nicht so selbstverständlich. Da war es dann meistens in der Gesellschaft oder irgendwelche Fonds oder mehrere Zusammenschlüsse, mehrere Gesellschafter dabei. Aber das war auch der bewusste Schritt. Hat das auch tatsächlich geholfen, dass man jetzt eben, Sie sind ja auch schon viele Jahre in diesem Unternehmen tätig, also auch schon bevor Sie jetzt als Geschäftsführer der Bodensee Lines tätig waren, dass da wirklich keine schlaflose Nacht war? Nein, es war keine schlaflose Nacht. Ich kann es jetzt nur so sagen, weil die Unterstützung der Familie war einfach groß. Ja, ja, es ist aber so, dass eines meiner Kinder jetzt auch eingestiegen ist bei den Vorarlberg Lines. So denke ich mir auch die nächste Generation. Das heißt, die Schifffahrt sollte gesichert sein. Man weiß nie, wie sich alles entwickelt. Ja. Aber grundsätzlich sind die Voraussetzungen sehr gut. Und ja, ich lasse das auf mich zukommen, was für Herausforderungen, was für Abenteuer. Ja, das ist spannend. Ja. Jetzt haben wir, vielleicht können wir das Bild noch mal kurz einblenden, bitte, Regie. Jetzt haben wir natürlich verschiedenste Angebote, die Bodensee Lines abdeckt. Wir haben sehen jetzt hier zu linken natürlich die Sonnenkönigin. Das ist also das herausragendste oder das herausstechendste Schiff, das den meisten Eindruck auch macht, schon wenn man es sieht. Das ist ja erst vor kurzem wieder zurück in die volle Verantwortung auch der Bodensee Lines gekommen. Da geht es jetzt hauptsächlich um die Eventgeschichte. Die andere Sache ist natürlich die Linienschifffahrt. Das hat man gemerkt in den letzten Jahren, Linienschifffahrt ist da, aber die Eventschifffahrt, diese ganzen Veranstaltungen, die werden immer wichtiger. Welchen Anteil hat denn was, sagen wir es mal so, auch im unternehmerischen Überleben, am unternehmerischen Erfolg der Bodensee Lines? Ja, es ist 50-50 mittlerweile. Es ist 50% Linienverkehr und 50% Eventschifffahrt. Und ja, das ist jetzt eigentlich die letzten Jahre so aufgebaut worden. Für uns natürlich sehr, sehr wichtig, unsere hervorragend, muss man sagen, Gastropartner mit Pier 69 und Mo Catering, die einfach sehr stabile Leistungen bringen für uns auf den Schiffen, das sehr, sehr wichtig ist mittlerweile, gerade für den Eventbereich, aber auch für den Charter und Bereich wie ja. Und der Linienverkehr ist aber nicht, natürlich möchte ich ihn nicht missen. Das ist für uns sehr, sehr wichtig als Grundauslastung und auch um den Bodensee für unsere Ausflugspassagiere einfach bekannt zu machen. Jetzt hat sich natürlich nicht nur die Veranstaltungen haben zugenommen, auch die Fahrzeiten haben zugenommen. Schifffahrt ist ja ein saisonales Geschäft, also die Linienschifffahrt, die geht ja im Winter dann eben auch nicht. Aber jetzt hat man mittlerweile bis hin in den Advent hinein, Adventausfahrten etc. Und die Sonnenkönigin ist ja ohnehin ein Schiff, das ganzjährig bespielt wird, beziehungsweise auch gebucht werden kann. War das ja auch sowas, was sich die letzten Jahre entwickelt hat? War das irgendwas, was Sie vielleicht auch ein bisschen überrascht hat? Weil wo Sie angefangen haben, war es noch mehr saisonal, sage ich mal. Da war es dann die ruhige Zeit im Winter, wo es dann auch um Wartung und Instandhaltung und Planung ging. Das hat sich ja mittlerweile fast erledigt. Es geht ja wirklich mehr oder weniger durch. Ja, aber das war für mich von Anfang an sehr, sehr wichtig, eigentlich der Advent. Weil die Schifffahrt wurde immer eigentlich mit Schönwetter und so weiter in Verbindung gebracht. Aber der Bodensee ist grundsätzlich das ganze Jahr spannend und interessant. Und da war eigentlich die Überlegung, dass man den Advent natürlich verstärkt. Und da war natürlich die Kooperation auch mit Lindau, Bregenz,
dass man die Bregenzer Bucht einfach verstärkt spielt und auch mit Weihnachtsschiff, Nikolausschiff und die werden ja sehr gut angenommen, oder Silvesterfahrten, da fahren sogar bei uns alle 5 Schiffe, oder? Das ist also, ja, hat sich einfach sehr schön entwickelt und ja, darum bin ich auch so überzeugt von dem Ganzen, wie ich vorher gesagt habe, da habe ich nicht lang oder mal keine Nacht, dass ich nicht schlafen habe können. Jetzt noch kurz zum Thema Teuerung natürlich. Es ist für alle Betriebe ein großes Thema, aber ich nehme an, auch für die Schiffe, denn die brauchen natürlich auch Treibstoff, ist auch so ein Thema, das natürlich massiv teurer geworden ist in den letzten Monaten und keiner uns wirklich sagen kann, wie die Entwicklung weitergeht. Wie schwierig ist es denn jetzt, auch diese Saison, die jetzt vor Ihnen steht, zu planen, was die Kosten anbelangt? War das jetzt eine Herausforderung, die eigentlich nur mit ein bisschen Glaskugel lesen auch möglich war oder kann man das mehr oder weniger schon so langfristig planen? Wir müssen es einfach planen. Wir haben einfach die Zahlen vom letzten Jahr hergenommen, vom Dieselpreis, Strom und so weiter und hoffen, dass das wenigstens reicht, sage ich jetzt mal rein vom Budget her. Und da liegen wir natürlich gerade im Dieselbereich über das Doppelte gegenüber den 2019. Und auch im Strombereich natürlich, das 2,5-fache, das sind schon enorme Zahlen. Wird das Auswirkungen auch auf die Preise haben? Wir werden heuer natürlich die Preise erhöhen müssen. Da liegen wir so bei zwischen 7-9% im Durchschnitt über das Gesamte. Aber ohne das geht es gar nicht, weil man darf natürlich auch nicht vergessen, die Lohnsteigerungen. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Da liegen wir bei uns natürlich in der Schiffe bei 8,4% und das sind schon andere Zahlen, als wir sonst gewohnt sind. Das wäre jetzt gerade die nächste, wenn wir bei den Lohnsteigerungen sind, beziehungsweise bei den Lohnkosten. Das Personal ist auch ein Thema, das in allen Bereichen, egal mit wem man spricht, dass der Wirtschaft ein Thema ist, habe ich genug Personal, wo bekomme ich das her? Jetzt ist bei der Schifffahrt so, das eine ist das nautische Personal, da brauche ich natürlich auch dementsprechende Menschen, die Ausbildung haben, die das können. Aber ich brauche natürlich auch das Personal für die Gastronomie, für die Versorgung und alles, was im Umfeld passiert. Ja. Wie sieht es da bei der Bodensee Lions aus? Wie schwierig ist es da, geeignetes Personal zu finden, beziehungsweise wie wichtig ist es auch, dieses Personal, das Sie haben, auch zu halten? Ja, es ist natürlich eine große Herausforderung, Personal zu bekommen. Gerade trifft es uns jetzt die nächsten 3 Jahre, dass ein Drittel des nautischen Personals in Pension geht. Das heißt, wir haben sehr guten Nachwuchs, aber wir müssen doch einige wieder Mitarbeiter ersetzen dadurch. Und da sind wir natürlich sehr gefordert. Wir suchen da natürlich Fachkräfte, das heißt vom Installateur, Maler und so weiter bis zum Tischler. Das ist für uns eigentlich, die Personen. Oder aber auch manche, die wo einfach als Quereinsteiger zu uns kommen. Denn wenn die Schifffahrt nachher, wenn man dann infiziert ist mit der Schifffahrt, den lässt man immer los und das sehen wir einfach von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Der Virus hat sich auch schon sehr früh infiziert. jetzt sind wir schon fast am Ende, aber eine Frage natürlich noch jetzt, abgesehen vom Hafen Bregenz natürlich mit den Schiffen, aber was ist denn so Ihr bevorzugter Platz auf dem Boot, auf dem See? Was würden Sie sagen, was ist für Sie persönlich so, wenn Sie selber sich mal die Zeit nehmen, eine der Ihre eigenen Angebote auch zu nutzen? Ich kann das jetzt gar nicht sagen. Mir gefällt so vieles, dass die großen Events natürlich auf der Sonnenkönigin, die sind natürlich schon etwas Besonderes, das muss man einfach ganz klar sagen. Da stecken wir natürlich auch viel, investieren wir viel. Aber sonst, sage ich jetzt einmal, sei es von der Montafon, wo man so richtig noch die Schifffahrt spürt, Da ruckelt es und wackelt es auch mal, oder? Genau, da geht es natürlich auch, die Fahrten zum Alten Rhein, das ist einfach wunderschön, eben bis zur Sonnenkönigin oder ja, da sind Fahrten zur Insel Mainau und so weiter. Also, aber auch die Abendfahrten mit Genussfahrten, also mit den Kulinarik, das sind alles sehr interessante und schöne Fahrten. Eine letzte Frage, wenn man jetzt die Planung auch angeht, Wetter ist immer ein Thema natürlich, gerade im Sommer natürlich, also für die Hauptsaison sozusagen. Welchen Einfluss hat das tatsächlich und wie sehr hofft man denn auch, dass es ein sonniger, ruhiger Sommer wird?
Ja, das hoffen wir natürlich sehr. Wenn es so ist wie letztes Jahr, dann freuen wir uns, muss ich ganz klar sagen. Grundsätzlich war das ja eigentlich eine große Überlegung damals, neben dem Kursverkehr, wo eigentlich wirklich sehr wetterabhängig ist, etwas zu schaffen, wo wir nicht so wetterabhängig sind. Und das haben wir über die Eventfahrten haben wir dadurch einfach erreicht, weil dort gibt es auch immer die Buchung im Vorhinein, wie das Wetter dann ist, so ist es. Aber für mich gibt es ja grundsätzlich kein schlechtes Wetter, sondern es gibt nur gutes Wetter und alles andere kann man uns anpassen, würde ich sagen. Alles klar. Alexander Rupp, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für die Einblicke. Was soll man sagen? Viel Erfolg und vor allem natürlich Mast und Schotbruch, oder wie soll man sagen? Alles Gute. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Und das war's auch schon mit unserer heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Wenn Sie mögen, sind wir, wie gehabt, morgen wieder da, 17 Uhr, Full AT, Vorarlberg TV und Ländle TV. Bis dahin noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.